Hallo zusammen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Zusammenhang zwischen Cauchy und Konvergenzkriterium für Folgen. Hierfür solltet ihr wissen, was eine Folge ist und damit umgehen können und am besten auch die zwei Kriterien schon kennen, aber die veranschaulichen wir uns jetzt auch nochmal in Bildform. Wir überlegen ganz genau, was die Schwierigkeit der Studierenden am Anfang ist, in den Anfangssemestern, und ich persönlich fand den Übergang zwischen der Schule und der Universität schwierig und anspruchsvoll, weil es ist alles irgendwie neu für einen und auch die Mathematik als Sprache, die muss man erstmal verstehen. Und ja, daran wollen wir ansetzen und den Studierenden helfen. Bisher bietet unser Projekt Studierenden erstmal Videos und kleine Vorträge über einzelne speziellere Themen, bei denen man in der Vorlesung oder in der Übungsgruppe oft nicht die Zeit hat, sie genauer zu behandeln, bietet die Möglichkeit, die einfach nochmal anzuschauen. Ein gutes Mathe-Tutorial achtet nicht nur auf das Inhaltliche, sondern auch auf die Zuschauer, also auf die konkreten Probleme, die die Zuschauer haben, und versucht, die dann zu lösen. Meine Motivation, hier mitzumachen, ist einerseits, ich erkläre sehr gern. Ich möchte auch Lehrerin werden. Dementsprechend ist es für mich persönlich eine schöne Übung. Und andererseits merkt man, wenn man selbst Mathe studiert, einfach oft, dass man hat die Kapazität, etwas zu verstehen, aber es scheitert oft an Zeit. Und es ist immer gut, möglichst viele Kanäle zur Erklärung zu haben. Und da möchte ich einfach gerne mithelfen. Also zuerst treffen wir uns und wir überlegen uns, zu welchen Themen wir die Videos erstellen können. Und ja, danach, wenn wir ein konkretes Thema haben, dann planen wir das Video auch. Wir versuchen das wirklich zu strukturieren. Oft schauen wir uns konkret die Definition an und dazu ein Beispiel. Also wenn wir so weit sind, dass wir drehen können, haben wir eigentlich das Konzept schon komplett aufgestellt, wissen genau, was wir sagen wollen, auf welche Themen wir hinweisen wollen, gehen dann zusammen los ins Studio. Einer ist normalerweise dann für die Kameraführung zuständig, der andere hält dann quasi den Vortrag, der dann im Video auftaucht. Und dann arbeiten wir eigentlich Punkt für Punkt unsere Liste ab. Ja, ich denke mal einfach, dass unser Projekt ein neuer Ansatz ist und wir mit unseren Teilnehmern auch direkt von der Quelle stammen. Ich meine, wir sind ja alle selber Studenten. Das heißt, wir wissen genau, um welche Probleme es da eigentlich geht, haben das am eigenen Leib erfahren. Und deswegen wissen wir auch vielleicht besser als jemand, der jetzt irgendwie von außen kommt, wie man sich darauf vorbereiten kann und dementsprechend den Studenten dann auch weiterhilft. Ja, das besonders Schöne an diesem Projekt ist, dass eben wichtige Stoffeinheiten in einem sehr, sehr langsamen und deutlichen Tempo durchgeführt werden. Also das Projekt ist natürlich auch besonders gewinnbringend und nützlich für diejenigen, die da selbst beteiligt sind, die diese Videos erstellen. Denn dadurch, dass man sich mit der Thematik so eng auseinandersetzt, dass man sich überlegt, wie kann ich das am besten anderen erklären, lernt man es selber am allerbesten. Und das ist natürlich eine schöne Sache, dass unsere Studierenden da auch selbst mit beteiligt sind. Unser Lernvideoprojekt hat zwei verschiedene Standorte, einmal hier in Münster und einmal in München. In München hat es auch alles begonnen und dort, ja, arbeite ich auch noch mit. Dass gerade Münster und München zusammenarbeiten, ist für mich persönlich ein sehr glücklicher Zufall. Ich komme aus Münster, ich studiere in München, also diese beiden Städte verbinden sich sowieso für mich. Unser Projekt ist insofern besonders, als dass alle Inhalte, die wir erzeugen, lizenzfrei sind. Das heißt, die kann jeder nutzen, die kann sich jeder ansehen, auch in einem werbefreien Kontext, so wie wir sie auf unserer Plattform einbinden, wo man sie ohne Werbung sehen kann. Ja, für die Zukunft wäre es toll, wenn wir auch mehr interaktive Videos haben. Das heißt, ja, dass wir auch in den Videos konkret Fragen einblenden und wo die Zuschauer dann wirklich aktiv werden und die Fragen beantworten. Wir wollen die Zuschauer aktivieren und ihnen erklären, wie Ideen entstehen. Und dafür nutzen wir interaktive Werkzeuge in Videos. Wir bekommen super Feedback, was bedeutet, dass wir die Studierenden erreichen und ihnen helfen. Daher würden wir uns freuen, wenn noch mehr Leute mitmachen und uns bei diesem Projekt unterstützen. Also macht mit!